Wir machen weiter mit LX2. Wir grüßen alle, die da sind. Auf geht's. Ich würde gerne Folgendes machen mit euch. Ich würde gerne rüberlaufen zu einem der Lehrer, die es hier gibt. Und mal schauen, ob wir uns von dem mittlerweile verbessern können. Ich denke nicht, wir testen es aber. Dann haben wir mittlerweile die Möglichkeit bekommen, weil wir die Intelligenz verbessert hatten, Lernpunkte zu investieren. Psst. Du da, komm mal rüber. Ich? Lernpunkte zu investieren in Jetpack, um das zu verbessern. Meint der mich hier? Genau. Ich glaube, das ist eine sehr vertrauenswürdige Person. Also jemand, der mich anzischt mit Hey, du da! Das kann doch nur ein Mann von Ehre sein. Hast du es an der Torwache vorbeigeschafft, was? Ja. Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich arbeite daran, das zu ändern. Schließlich haben wir was gemeinsam. Und was soll das sein? Na, du stehst hier und ich stehe hier. Aber Spaß beiseite. Ich bin Hank, und wenn ich richtig liege, musstest du dich ziemlich abstrampeln, um hier reingelassen zu werden. Ich weiß nur zu gut, was das heißt. Habe damals bei den Shorties gearbeitet, damit ich rein durfte. Deswegen will ich dir ein Angebot machen. Etwas Starthilfe kann ja nicht schaden. Ja, was meint ihr? Wie vertrauenswürdig scheint auf den ersten Eindruck diese Person zu sein? Habt ihr das Gefühl, Mann, wir haben Glück, dass er uns gerade an die Seite gezischt hat? Habt den Eindruck, wow, wir sind sicher der Erste, der vorbeikommt, dem er ein solches Angebot macht. Oder glaubt ihr eher, jeder Trottel, der vorbeikommt, der aussieht wie ein Greenhorn, wie ein Neuling, auf den stürzt er sich wie ein Geier und versucht, ihn abzuziehen? Was ist euer persönliches Vorurteil in dieser Situation? Was meint ihr? Ist das jemand, der, dem wir vertrauen sollten? Oder klingt alles nach einem krummen Geschäft? Wir hören uns mal an, worum es geht. Und was genau hast du anzubieten? Zeug, das du sonst nirgends bekommst. Ah, Schwarzmarkt. Aber zum Geschäft. Splitter sind bekanntlich eine feine Sache, man kann aber auch anders bezahlen. Ich zum Beispiel tausche Zeug. Die Dinge, die dann für mich abfallen, setze ich gewinnbringend um. Da man aber manchmal nicht um Splitter herumkommt, bitte ich dich um eine kleine Investition. Betrachte es als Vorschuss auf zukünftige Geschäfte. Danach kannst du von Zeit zu Zeit Gegenstände bei mir eintauschen und ich gebe dir etwas von stattlichem Gegenwert. Ist das der einzige Vorteil? Wenn du siehst, was ich dir anbieten werde, wird er dich absolut zufriedenstellen. Lass mich deutlicher werden. Die Splitter, die du mir gibst, wende ich dafür auf, interessante Gegenstände zu besorgen. Ich rede nicht von dem Abfall, den man am Straßenrand findet. Mir geht es um Raritäten, kostbare Einzelstücke. Du hast mein Wort. Schlag ein und ich liefere dir Zeug, das kein anderer im Angebot hat. Ich bin nicht bescheuert. Ganz im Ernst, der sagt nichts. Komm, sollen wir da ernsthaft drüber reden? Ernsthaft? Eben haben schon der Typ am Tor abgezockt. Ich mache doch nicht zweimal denselben Fehler und vertraue auf den guten Charakter von Fremden. Ach gut, okay, im Real Life mache ich das ständig, aber in diesem Spiel nicht. Machen wir nicht, komm. Der einzige Grund dafür, hier zuzustimmen, wäre pure Neugierde. Um mal zu gucken, was passiert. Aber das ist mir nicht wert. Wir können auch sagen, das ist Lerngeld oder Lehrgeld. Das hauen wir raus und gucken dann, was passiert. Aber Lehrgeld zahlt man dann, wenn man sich nicht klug verhält. Wir sind klug, wir lehnen das ab. Mach ich nicht. Wir können jederzeit zurücklaufen. Wir haben es nicht kategorisch abgelehnt. Oh, da oben Pflanzen. Immer alle Blümchen mitnehmen. Oh, die können wir gar nicht mitnehmen. Wo sind wir denn hier? Hallo? Hallo, Tilas? Ja, du willst doch bestimmt ein Heilelixier oder eine Salbe. Obwohl, bei deinem Zinken. Hä?
Ich werde dir 2 Salben mitgeben. Wo habe ich sie denn abgelegt? Die letzte Salbe war... Nein, Moment. Warte mal einen Augenblick. Bin gleich wieder da. Also den könnten wir jetzt in Ruhe bestehlen, aber ganz im Ernst, der ist so nett. Den bestehle ich nicht. Mach ich nicht. Der ist mir einfach zu freundlich. Oh Gott. Ich bin total infolgig, das mache ich nicht. Was denn? Ich bin beschäftigt. Komme ich nicht übers Herz. Du wolltest mir irgendeine Salbe... Ich dir? Eine Unverschämtheit ist das, mir sowas zu unterstellen. Salben muss ich erst wieder zubereiten. Was willst du eigentlich? Arbeit kann ich dir keine geben. Für Kleinigkeiten steht mir ein Gehilfe zur Seite. Und ausbilden kann ich dich nicht. Dieses Anrecht erhält nur mein Lehrling. Ich sehe keinen Lehrling. Natürlich nicht. Der letzte ist an seiner eigenen Unfähigkeit zugrunde gegangen. Bedeutet das, der Posten ist frei? Mitnichten. Du stellst also niemanden ein. Wer behauptet denn sowas? Ja, das ist ja unglaublich. Wir drehen uns im Kreis. Präzise kann ich mich nun wirklich nicht ausdrücken. Aber nun entschuldige mich. Wir hatten ja alles geklärt, nehme ich an. Er kann es nicht lassen. Was ist jetzt schon wieder? Lass uns noch einmal über den Posten als Lehrling reden. Deine Penetranz ist ja kaum zu ertragen. Ich muss wohl deutlicher werden. Erstens, ein neuer Lehrling ist bereits auf dem Weg hierher. Zweitens, er hätte längst eintreffen sollen. Und drittens, du kannst mir dabei helfen, dass dieser Umstand geändert wird. Na, jetzt macht es plötzlich so halbwegs Sinn, was er eben gesagt hat. Was habe ich davon, dir zu helfen? Ist dir klar, dass jeder von unseren Tränken profitiert? Für Egoismus und Kleingeisterei ist bei mir kein Platz. Hilf der Allgemeinheit, dann hilfst du dir selbst. Okay, ich bin gerne bereit zu helfen. Bezahl mich, dann helfe ich dir. Bitte? Du hast mich schon verstanden. Kohle, Kies, Elixit, ich will Splitter für meine Arbeit sehen. Oho. Prämien verteile ich grundsätzlich nicht. Solltest du jedoch das berechtigte Interesse hegen, mir den nötigen Beistand zukommen zu lassen, heiße ich dich willkommen. Nochmal zum Mitschreiben. Ich arbeite nicht umsonst. Himmelsakrament noch eins. Ich vermisse meinen Lehrling. Spür ihn auf. Tu das und du sollst deine Belohnung bekommen. Endlich. Ich helfe dir, deinen Lehrling zu suchen. Einen derartigen Elan habe ich erwartet. Sieh dich im Westen von Tavar um. Da er aus Goliath aufgebrochen ist, müsste er dort irgendwo zu finden sein. Konkreter kann ich nicht werden, bin schließlich kein Hellseher. Das ist spannend. Neue Mission, sowas finde ich spannend. Wie sieht dein Lehrling denn aus? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, ob es sich zwingend um einen Mann handelt. Wie alt? Nach dem Alter habe ich mich nicht erkundigt. Kleidung? Heutzutage zieht sich doch jeder an, wie er will. Das sind Details sekundärer Natur. Kannst du mir überhaupt etwas sagen, das bei der Suche hilft? Nun werd mal nicht unverschämt. Ich habe doch gesagt, du sollst dich im Westen nach ihm umsehen. Und jetzt muss ich wirklich zurück an die Arbeit. So unglaublich hier. Kannst du mich unterrichten? Natürlich nicht. Meine Zeit ist immerhin eine endliche Komponente. Und ich möchte es mir ersparen, dich erneut über ihren Wert aufzuklären. Ein einfaches Nein hätte gereicht. An einen Flegel wie dich wäre mein Wissen sowieso verschwendet. Wie kommt es überhaupt, dass jeder Stümper denkt, meine Forschungsergebnisse wären allgemeingut? Kein Wunder, dass deine Beliebtheitswerte in den Keller rauschen.
Ich habe mich wohl verhört. Meine Arbeit verdient Anerkennung. Die vielleicht, deine Art mit Menschen umzugehen, nicht. Nun gut. Wir wollen ja keine Staatsaffäre daraus machen. Wenn ich dir ein paar Grundlagen beibringe, darf ich wohl annehmen, dass du mich nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit behelligst. Bezahl mich und ja, ich werde sehen, was dein Verstand fassen kann. Verkaufen werde ich dir allerdings nichts. Such dir dafür einen anderen Gelehrten. Bring mir etwas bei. Nun, welches Fachgebiet darf es sein? Chemie, bitte. Oh, ein Überlebenslehrer. Ja, cool, wir haben es geschafft. Da wollen wir hin, um dahin weiterzukommen. Extra Lebenspunkte. Einmal lernen. Elixit haben wir dafür. Dann kann er uns noch beibringen. Tränke effektiver zu nutzen, um 25% besser, ist eine Menge. Dafür fehlt uns noch die Konstitution, das können wir auch nicht. Brauchen wir nur 5 Konstitutionspunkte. Aber das hier, das will ich auf jeden Fall. Handwerk. Chemie, selber Tränke herstellen. Cool, macht mir Spaß. Wir sammeln die ganze Zeit Nahrungsmittel, eine Mineralien, haben ein paar Rezepte schon eingesammelt, können unsere eigenen Heiltränke herstellen. Ob das jetzt zum Sieg führt, ist mir auch Schnuppe. Sowas macht einfach Spaß. Waffen herstellen, Tränke herstellen, ist genau mein Ding. Zuerst einmal extra Lebenspunkte, bitte. Schon gelernt. 15 mehr an Konstitution, dann noch mehr Lebenspunkte. Jetzt bitte Tränke selber herstellen und chemische Substanzen. Ja, oder ist etwas Luft nach oben. Und jetzt noch, mehr können wir im Augenblick nicht. Mehr ist bei ihm nicht drin. Mhm. Jetzt schauen wir mal, ob wir bei ihm auch die Bänke benutzen. Ach, müssen wir gar nicht. Ich glaube, bei uns in der Festung können wir auch alles nutzen. Oh, da oben ist ein Bett anscheinend. Bin ich mal neugierig. Einmal raufgehen und gucken, bitte. Mhm. Kriegt ihr das überhaupt mit? Man weiß es nicht. Das war okay. Jetzt wissen wir schon mal Bescheid. Das war genau das, was wir uns erholen wollten. Und jetzt wollten wir noch schon den Lehrling suchen. Ich hätte eigentlich Bock drauf, nur mal in die Wildnis raus Lehrling suchen. Irgendwie, ach, Jetpack wollten wir verbessern. Einmal rüber beamen nach hier oben hin, in die Festung. Da können wir uns verbessern. In die Bastion. Und wir basteln mal am Jetpack. Das war, glaube ich, im Gebäude. Die Rückseite. Ich glaube nicht hier, sondern ich glaube auf der anderen Seite eins drunter. Bin mal gerade, aber nein. Munitionspresse, Fernwaffen, Werkbank, okay. Sockeltisch auch noch nicht. Ach, danke an Brodak. Brodak hatte eben geschrieben, liegt schon eine Weile zurück. Du hast extra im Elex-Fanforum nachgeguckt. Das war eine Frage, die wir eben hatten. Ob man Sockelsteine, die man in Waffen einsetzt, ob man die nachher wieder entfernen kann, um die woanders einzubauen. Und Brodak hat es rausbekommen. Danke an Brodak. Ja, es geht. Danke für den Hinweis. Das ist echt, das ist sehr lieb. Das ist die Küche. Oh, wir können auch noch was. Neue Sachen herstellen. Wir brauchen eine Jetpack-Bank. Ich glaube, die war aber eine Etage drunter. Ah, wir können haben ein neues Puzzleteil, das wir dazufügen können. Ich habe dafür keinen geeigneten Gegenstand. Da ist er. So, Leute. Wir haben 5 Lernpunkte und jetzt und haben ein bisschen Intelligenz dazu bekommen. Wir können einen Zusatztank herstellen. Dann können wir oben die Treibstoffkapazität erhöhen. Also hier herstellen und da oben reinpacken. Ich
habe das Gefühl, die Bremsraketenhalterung brauchen wir im Augenblick nicht. Da hatten wir noch keine Probleme mit. Schweben, auf der Stelle schweben, will haben. Schneller fliegen, will auch haben. Seitwärtsbewegung. Einmal abspeichern, einmal ausprobieren. Mit Jetpack ausweichen, einmal lernen. Erstmal schweben lernen. Schweben war hier unten. Ein Lernpunkt futsch. Mit der rechten Maustaste Höhe halten, okay. Waffen kann man dabei benutzen und kämpfen. Also mit links kämpfen, mit rechts Höhe halten. Okay. Alles klar. Und dann lernen wir noch Seitwärtsbewegung. Brauchen wir die? Ja, um ausweichen zu können. Schneller fliegen mit Schubdüsen. Klar. Da gehen alle Lernpunkte bei drauf. Mit Umschalt sprinten, so wie beim Laufen. Schneller fliegen, okay. Dann verbessern wir noch, komm, die ganzen Lernpunkte sind futsch gleich. Dann verbessern wir noch mal, dann stellen wir einen Zusatz. Jetzt fehlt das Elixier dafür. Jetzt bin ich blank. Jetzt brauchen wir 103 Elixier. Scheibencluster. Können wir nach irgendjemandem irgendwas verkaufen? Waffen selber herstellen. Wir suchen einen Schmied und versuchen selber Waffen herzustellen, Leute. Das haben wir doch eben gelernt. Und die können wir dann verkaufen und dann haben wir wieder alles hier für... Ich mach mal weiter. Gucken, wo wir eine Werkbank finden hier. Tränke herstellen, haben wir da auch schon gelernt. Wir haben einen Trank für einen mittleren Elex-Trank. Brauchen dafür 3 Chemie. Mehr haben wir noch nicht gelernt. Aber wir haben doch im Inventar noch andere Rezepte, Leute. Hi, Onatar. Jonathan, danke dir fürs zweite Abo. Liebe Grüße an dich. Wir hatten irgendwo noch Rezepte. Hier. Geschütze herstellen, Granaten herstellen. Ach, das war das Rezept. Voraus, das ist das Einzige, was wir haben. Okay. Ja, wir könnten woanders noch Rezepte... Wir suchen mal ein Rezept für Heiltrank. Wir finden sicher irgendjemanden, der uns eins verkauft. Aber wiederum brauchen wir dann Elixier. Toll. Haben wir eigentlich Rezepte, um Waffen herzustellen überhaupt? Nein. Wir haben Schmieden gelernt, haben noch keine Rezepte, wie man irgendwie eine Waffe herstellt. Aber. Wir haben, glaube ich, mehrere beschädigte Waffen, die man kombinieren kann, ne? Nee, wir brauchen mindestens 3 zum Kombinieren. Wir haben mehr und wir haben 2 immer. Ja, toll, klasse. Super, bin begeistert. Reicht also. Danke für nichts. Wir reden mal kurz mit Adam. Berichten mal, was wir geschafft haben. Gardok wird uns helfen, die alten Gemäuer der Bastion zu warten. Ah, gute Nachrichten. Ich wusste doch, dass er der richtige Kandidat dafür ist. Gut gemacht. Nur weiter so. Übrigens, mir wurde soeben gemeldet, dass die Skyans in diesem Moment ihre ersten Spähtrupps über unsere Länder schicken. Oh oh. Anzunehmen, dass ihre Hetzer unsere strategischen Stellungen auskundschaften. Besser, du erledigst sie, bevor die Hetzer bei ihren Anführern Meldung machen können. Neue Mission. Eine Mission jagt die nächste. Spähtruppen auskundschaften. Das haben wir noch nicht. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir ihm den vorschlagen wollen. Wo genau soll ich nach ihren Spähtrupps suchen? Am besten du konsultierst deinen Adjutor. Ich habe dir ihre möglichen Standorte darauf geladen. Vielen Dank.
Noch halten sie sich im Hintergrund und operieren abseits der Wege. Wenn wir nicht wollen, dass sich das so bald ändert, dann sollten wir schnell aktiv werden. Wenn die Skynes erst einmal verstehen, was wir hier tun, dann werden sie mit geballter Kraft gegen die sechste Macht vorgehen. Okay. Also, lass dir nicht so viel Zeit und erledige ihre Spähtrupps so schnell es geht. Ja, einmal abspeichern. Also, danke für wieder Nadir, der hat uns daran erinnert, dass wir eben ja gesehen hatten, dass es bei Rezepte gibt für den Edex-Trank bei einem Händler irgendwo bei den Berserkern. Und ein Rezept hattest du oder eine Blaupause für einen Schmied gab es beim Schmied, ne? Gab es verschiedene. Da könnten wir mal rübergehen und einmal gucken gehen, genau. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ja, es gibt mehr als 3 Fraktionen. 6 Fraktionen gibt es, wird im Chat gerade gefragt. Wir haben schon viele kennengelernt. Aber die ganze Story jetzt nur mal runterrattern, das ist schwer. Aber vielleicht erklären dem Neuen die anderen mal kurz die Hintergrundgeschichte und was wir schon erlebt haben. Lassen wir überlegen. Wir gehen zu den Berserk. Einmal ausheilen würde ich ganz gerne. Irgendwo hier ein Nickerchen kurz machen. Wir können hier überall Nickerchen machen. Hier waren überall Häuser, wo man Nickerchen machen kann. Ich glaube, wir können sogar mal fremden Leuten ins Bett legen. Das ist alles gar nicht so schlimm. Gucken, ob das okay ist. Ich glaube, die Leute sind sehr gastfreundlich hier. Alex Senten, guten Abend auch an Ford Full Gaming. Das ist sehr witzig formuliert. Platz da, Kroni. So, und jetzt, nachdem wir angemessen geheilt worden sind, gehen wir wieder rüber zu den Berserkern. Wir gehen rein in die Stadt. Ja, guck mal, da ist er wieder. Mit Leuten, die ihre Schulden nicht bezahlen, will ich nichts zu tun haben. Verpiss dich. Frechdachs. Waren wir hier schon mal drin? Ach, das ist ein Wohnhaus, oder? Das ist ein fremdes Wohnhaus. Peinlich, schnell raus. Kann nur Ärger geben. Und genau, wir müssen zum Schmied laufen. Und wo gab es die Tränke nochmal? Die Rezepte für die Tränke? Wie das denn die? Wo gab es die nochmal? Der Schmied, da weiß ich noch, wo der war. Der Schmied ist hier unten irgendwo, ne? Ich glaube, hier ist der Schmied. Und bei den Waffen... Genau, und beim Chemiker, da gab es die Rezepte. Hier vorne ist der Chemiker. Hallo, Peter. Darf ich dir mal was zeigen? Ja, mach mal. Ja, doch, komm. Habe ich immer Zeit. Sicher doch. Klasse. Weißt du, ich will dir nicht nur was zeigen, ich will auch deine Meinung hören. Mir hört nämlich niemand zu. Analyse. Was will diese Maschine denn jetzt? Hinweis. An diesem Kind haftet Kohlenmonoxid. Das deutet darauf hin, dass es geraucht haben könnte. Was? Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ich muss euch was zeigen. Eine weiterführende Analyse ergibt... Ja, ja, jetzt komm schon. Wir müssen hinter Hitchs Hütte. Oh, eigentlich darf ich da gar nicht mehr hin. Aber nun bist du ja dabei. Spannend. Ich fange schon jetzt an, es zu bereuen. Keine Sorge, Onkel. Boah, ist sie schnell. Da sind wir. Jetzt bist du sprachlos, was? Sie hat wirklich geraucht.
ganz viele Kippen auf dem Boden. Und was zeigt sie uns hier? Bausteine? Abfall? Dosen Keramik? Hä? Petra, was ist los mit dir? Und? Sag schon! Wir stehen hinter einer Hütte. Was soll hier sein? Ihr Großen guckt nie vor eure Füße. Hier am Boden liegen voll viele Zigaretten. Du meinst Zigaretten? Ja, sag ich doch. Zigaretten. Guck sie mal genau an. Und dann musst du mir sagen, was du davon hältst. Aber nur gucken, ja? Nicht anfassen. Die sind... Ein paar Zigarettenstummel. Nicht ungewöhnlich. Nur gucken, habe ich gesagt. Ist ja gut. Wegen der Zigaretten. Ja? Was denkst du? Die sehen ziemlich gewöhnlich aus. Darum geht's doch gar nicht. Also bleibt nur eine Sache übrig. Rauchst du heimlich? Nee, will doch nicht stinken. Dann sag mir doch einfach, was du willst. Boah, immer muss man alles erklären. Was? Warum raucht jemand so viel? Ja, alles möglich. Das ist ja, ne? Da war jemand gestresst. Gar nicht wahr. Gewartet hat hier jemand. Dabei hat er durch das Fenster geglotzt. Ah. Warum tut jemand das? Puh. Zwei Möglichkeiten. Entweder ein Spanner oder ein Dieb. Was meint ihr? Eher ein Spanner oder ein Dieb? Weil derjenige etwas stehlen wollte. Hitch wurde aber nichts geklaut. Verrat mir doch einfach, was du denkst. Ich glaube, hier hat jemand nur darauf gewartet, dass Hitch aus seiner Hütte verschwindet. Und dann ist er rein und hat Ärger gemacht. Aha. Wenn du alles besser weißt, wozu brauchst du dann mich? Du sollst mir sagen, dass ich recht habe. Kann schon sein, dass es so passiert ist. Es ist so passiert. Nun muss ich aber los. Muss dringend zu Hitch. Vielleicht hört er mir endlich zu. Tschüss, Onkel. Das ist ja total interessant, die Geschichte. Das ist ja total interessant. Was für eine hübsche kleine Geschichte. Was willst du, Rotzlöffel? Habe ich dir nicht klar zu verstehen gegeben, dass du dich vom Acker machen sollst? Aber ich kann dir helfen, herauszufinden, wer das in deiner Hütte war. Warst du, Göre, etwa wieder hinter meinem Haus? Ja, aber nur weil ich... Zum letzten Mal. Geh spielen. Ich habe keine Zeit für deine Albernheiten. Los, verzieh dich. Hey. Steck dir dein Hey sonst wohin. Mir ist nicht nach Quatschen zumute. Oder willst du hier den Boden schrubben? Nein? Dachte ich mir. Echt interessant. Was ist denn los? Irgendein Dreckschwein hat meine Hütte als öffentliches Klo missbraucht. Hat mir eine volle Ladung vors Bett gekoffert. Das ist ja widerlich. Ach was. Und solange ich nicht weiß, wer das war, kann Fenris einen anderen für das Südtor abstellen. Da beschützt man die Leute und zum Dank legen sie dir einen Haufen in die Bude. Frechheit. Soll ich dir einen Eimer Wasser besorgen? Das mache ich schon selbst. Wenn ich dir einen Rat geben darf, pass auf diese Hosenscheißer auf. Kannst du ihnen nicht beweisen, aber ich wette, dass eines der Plagen schuld ist. Komm nur auf dumme Ideen,
weil ihnen niemand den Hintern versucht. Was für ein Unsympath, echt. Was für ein Bürschlein. Und dem, für den will Petra lieb und nett sein? Der uns große Reden schwingt, Kindergürden öfters mal verprügelt, damit sie irgendwie anständiger sind. Das ist ja echt, guck mal, wie unappetitlich. Das ist ja eine riesige Menge. Lass mich meine Arbeit machen. Boah, ekelhafter Typ. Komm, ich will nur noch raus. Vielleicht können wir Petra noch mal finden. Vielleicht hat sie noch was beizusteuern zu der Geschichte. Besser für dich. Zeig dich. Da sind wir gerade geschnappt worden. Das da. Noch ein Kind. Justin, hat der vielleicht auch was gesehen? Entschuldigen Sie, würde es Ihnen etwas ausmachen, woanders lang zu gehen? Was? Was denn jetzt schon wieder los? Diese Kinder hier. Störe ich? Sie behindern die laufenden Ermittlungen. Und ein Tatort darf nicht verändert werden. Das ist ja ungewöhnlich. Was ist denn hier los? Wenn das so ist, kann ich vielleicht helfen. Nein, der Täter muss ein Erwachsener sein. Also sind auch Sie verdächtig. Du bist ein ganz Schlauer, was? Ich bediene mich lediglich der Logik. Was ist überhaupt passiert? Haben Sie das Blut auf dem Boden nicht gesehen? Ein eindeutiges Indiz für ein Verbrechen. Das stammt sicher von einer Schlägerei. Sie meinen, da haben sich zwei geprügelt? So sieht's aus. Ich muss die Hintergründe und das Motiv klären. Vielleicht komme ich noch einmal auf Sie zurück. Dürfte ich deshalb Ihren Namen erfahren? Ah, okay. Nenn mich Jax. Jax. Verdächtiger Nummer 3. Alles klar. Jetzt muss ich aber los. Wiedersehen. Hey, wo willst du hin? Kinder. Also, echt spannend. So. Achso, Tränke kaufen. Wir wollten zu dem Typen, der die... Genau, zu dem Chemiker, der uns vielleicht ein Elix-Trank-Rezept andreht. Aber nicht zu Hank. Er verkauft nichts. Das hilft uns nicht weiter. Wir laufen mal zu den Händlern. Raus und zu den Händlern, bitte. Und hoppla. Ja, habt ihr das gesehen? Wir haben die Schubdüsen verbessert. Guckt nochmal. Cool. Jetzt können wir nach vorne laufen. Achtung. Jetzt können wir sprinten. Achtung. Und? Ja, nur ganz kurz. Der Sprint nutzt uns fast nichts, weil wir können jetzt sprinten, aber der Tank ist sofort alle. Wir können einen klitzekleinen Moment sprinten. Und eigentlich schon alle. Aber immerhin, ist doch cool. Die Rezepte hatte der Nahrungsverkäufer. Okay. Danke, wie das nicht hier. Dann gehen wir mal rüber. Machen wir mal bitte die Freude und erklär mal kurz im Chat, warum du mir das gerade sagen durftest als Chatmod. Und warum es da kein... Warum ich das okay finde und nicht schimpfe. So. Händler waren, glaube ich, da hinten. Ich muss es nochmal machen.
Zeig mir deine Waren. Da sind die Baupläne. Also, Rezepte Gegenmittel. Ah, Honig durchsetzte Ingwerblüten schwarz gebrannter. Und uns wird wohl angezeigt. Honig haben wir 16. 10, 5. Wir haben 16 Honig. Und hier steht 10, 5. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie viel haben wir denn an... Ach, das ist das, was er... Das ist das, was er hat, nicht das, was wir besitzen. Wir haben... fünf durchsetzte Ingwerblüten. Und wenn wir das Gegenmittel kaufen, stimmt, links ist, wie viel wir davon gerade besitzen, rechts ist das, wie viel man braucht. Also fünfmal Honig, einmal schwarzgebrannten, eine Ingwerblüte, dann können wir ein Rezept Gegenmittel herstellen. Und wenn wir das hier kaufen, kostet das 100. Wenn wir ein solches Mittel verkaufen, bekommen wir nur 20 dafür. Das lohnt sich also. Das ist ja krass. Ein Kurs von 5 gegen 1. Das heißt, wir stellen das Zeug wirklich nur für den Eigenbedarf her. Das ist aber echt krass. Ich habe gedacht, wir können da einen riesen Gewinn mitmachen. Das wäre echt heftig. Erfahrungspunkte. Kleine Elex-Tränke. Ja. Das holen wir, aber dafür brauchen wir schon mal 2 Chemie, das hilft uns gar nicht. Mana-Tränke brauchen wir im Augenblick nicht, wir sind keine Berserker. Mittlere Heiltränke, die können wir schon mal herstellen. Weinrote Blüten, das wird sich 100 Gesundheit, das lohnt sich auf jeden Fall. Da können wir im Heil, einem Handumdrehen immer heilen. Sonst das schon mal holen? Können wir selber herstellen. Wir können Unmengen davon herstellen, schaut mal. Das holen wir uns gleich. Im Gegenmittel bin ich mir nicht so sicher. Resistenzfeuer. Gefüllte Frostpilze. Da fehlt es uns allerdings an Knoblauch und Chor. Trank der Eisenhaut. Also das würde ich auf jeden Fall. Mittlere Heiltränke einmal kaufen. Also uns auch die Gegenmittel kaufen. Ist ja billig. 100, einmal 100 rausgehauen. Holen wir uns früher oder später eh. Alles klar. So, und jetzt brauchen wir noch eine... Müssen wir zum Schmied, glaube ich, hin für die Baupläne, ne? Vielleicht hat der reisende Händler auch was. Hallo, Wanderer. Du siehst aus, als könntest du einige Vorräte gebrauchen. Ja, vielleicht eine Waffe oder zwei? Vielleicht. Ich habe alles, was du brauchst und noch mehr. Du solltest mal einen Blick auf meine Waren werfen. Zeig mir deine Waren. Es ist mir ein Vergnügen. Tränke. Mineraltränke, die können wir jetzt herstellen. Mana-Tränke, die wir nicht brauchen. Schwarzgebrannter. Können wir kaufen, bekommen wir auch so, um Tränke herzustellen. Rezepte. Ein starker Punkt mehr. Zutaten. 20 dunkles Elex und ein Herz eines Unholdes. Boah, sind die aufwendig. Und Chemiepunkte haben wir gar nicht. Krass. Also das, da müssen wir lange für warten. Rezepte blutiger Bürger. Oh, das ist schon spannender. Können wir jederzeit herstellen. Brauchen wir noch nicht mal Chemie für. Das nächste Mal das rohe Fleisch, nicht braten. Dann können wir 95 mehr Gesundheit und Regeneration zum Vergleich. Das war der Elex-Trank, der Heiltrank. Der bringt nur 100 Gesundheit. Der ist sogar noch besser.
kaufen wir. Einmal Rezept für blutigen Burger. Da ist das Geld alle. Wir können gleich nichts mehr kaufen. Wollten wir nicht eigentlich noch irgendwie irgendwelche Waffenrezepte, um dann Waffen zu verkaufen? Ich glaube, das nehmen wir erstmal. Obwohl, wer weiß, wenn wir den Händler wieder treffen. Machen wir jetzt. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Jetzt sind wir blank. Guten Tag, gnädige Frau. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, mit Futter. Jetzt sind wir blank. Und jetzt müssen wir erstmal weitere Missionen durchführen und so weiter und so fort. Wir schauen uns einmal um, was wir als nächstes machen. Wir fliegen rüber zur Bastion und stellen das erste Mal Tränke her. Und suchen uns ein Feuer, um. Da ist auch eine Küche und stellen den blutigen Burger her. Das machen wir jetzt. Ja, das ist ein guter Plan. Schwache Waffen verkaufen, die wir sowieso nicht mal ausrüsten. Ich glaube, es hatten wir schon gemacht, wie das sind. Ja, wir können. Aber die können wir machen. Die Idee ist gut, ja. Rezepte aufschreiben bin ich zu faul für. So, ich bin in 30 Sekunden wieder bei euch und dann spielen wir weiter.